Zuschauer, schon wieder ist eine Woche vergangen und wie immer wollen wir Sie auf dem Laufenden halten. Herzlich willkommen zu den DJZ News. Ein toter Elch wurde am vergangenen Dienstag auf der Autobahn 12 in Brandenburg geborgen. Der Jungbulle wurde vermutlich angefahren. Schussspuren gibt es nämlich keine. Allerdings gibt es bisher auch keine Hinweise auf einen Unfallwagen, wie Bild.de berichtet. In Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen möchte die CDU in Zukunft Wölfe zum Abschuss freigeben. Auslöser dafür sind Grauhunde, die immer wieder Schafe gerissen haben. Der Schutz von Nutztieren habe laut CDU Vorrang, wie Zeit.de berichtet. Wölfe, die Siedlungen oder Weiden zu nahe kommen, dürften dann erlegt werden. Bei der diesjährigen Bundesmeisterschaft im jagdlichen Schießen in Galstorf wurde Philipp Sehner zum Meister aller Klassen gekürt. Der 32-Jährige erreichte mit 345 von 350 möglichen Punkten den Gesamtsieg. Im Eckenbachtal in Bayern kam es Sonntagnacht zu einem außergewöhnlichen Wildunfall. Anwohner fanden einen verletzten Mundjack im Straßengraben. Der chinesische Zwerghirsch wurde darauf von einem Polizisten erlöst. Das Stück ist vermutlich vor 2 Jahren aus dem Tiergarten Nürnberg ausgebrochen und lebte seitdem in Freiheit. Am vergangenen Samstag wurde in Liebeswalde in Brandenburg ein Waffenschrank mit 6 Waffen aus einem Einfamilienhaus gestohlen. Der 70-jährige Bewohner und Jagdscheininhaber war zur Tatzeit im Urlaub. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun, wie morgenpost.de berichtet. Damit Sie auch im November wieder was zu lesen haben, setzen wir uns wieder an den Schreibtisch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Waldmann Zeil.